Was? Wir hatten das Video angemacht. Okay. Dann machen wir es mal da weg. Das aus. Und das auch. So. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Einem neuen Magic Tutorial noch dazu. Und zwar gibt es heute die Sprites. Endlich mal. Ja. Vanilla Level Design Contest ends in Moment News. Das ist gerade wichtiger. Sorry. War nämlich auch schon lange nicht mehr fest im Sample. Da. Gehen wir mal zur Mainpage. Was sagt Ihnen dazu? Okay. Okay, also gibt es bald wieder einen neuen Level Design Contest. Gut. Und man, ja, als erstes brauchen wir mal wieder ein neues Tool. Ich hab's schon, aber egal. Zeigen, wo es ist. Jetzt geändert. Immer Magic ist neu. Das brauchen wir. Das Roaming Sprite Tool. Gut. Okay. Dann Donuts. Ja, das sieht richtig aus. Das braucht man. Das zieht ihr euch dann jetzt in den Ordner. Ich hab's schon gemacht. Ja, Sprite Tool. Da oben die ganzen Ordner. Ja, gut. Dann brauchen wir noch einen Kasten Sprite. Sprite. So. Internet. Was sieht man da? Das bin ich suche mir mal irgendeinen aus. Nö. Hätte mich entschieden. Ich nehme den Change schon. Downloaden wir den.
Gut. Das kommt mal eben raus. So. Gut. With me or die. Is okay. Interessant. So, dann brauchen wir jetzt. Also, wir bearbeiten schon mal vor. Die ChangeChomp-Datei hier rein. Nehmen die mal wieder um zum FGFX. Das habe ich noch nicht. Ach, F. Merken uns, dass es SP4 ist, weil wir das brauchen. Dann gehen wir zu den Sprites in den Ordner rein und kopieren ChangeLog ASM, die ChangeChomp und ChangeChomp CFG hier rein. Ersetzen. Gut. Dann bisschen Videos, so. Jetzt hier jetzt ein bisschen erst. Und wir nehmen uns Sprites. Das können wir jetzt hier drehen lassen, drin lassen, ist egal. Und dann suchen wir uns irgendeine Zahl aus, zwischen 0 und FF oder 1F. Nennen die dann. ChangeChomp.cfg. C. V und speichern. Gut, dann gehen wir hier auf das Sprite Tool. Da steht dann Enter One File Name. Diese müsste ja theoretisch noch expanded sein. Mache ich das jetzt einfach mal. Dann die Sprites.txt. Die könnt ihr irgendwie nennen. Ihr müsst ihr nur halt wiederfinden. So. Sprites insert successful. Wichtig. Jetzt gehen wir auf Sprites Mode. Dann könnt ihr jetzt entweder Steuerung Alt einfügen oder Edit und Insert. Insert manuell. Manuell. So. Dann nehmen wir hier den Command ein. Screen-Nummer und die Position ist egal. Das glaube ich auch. Da müssen wir gucken. Immer zu den Sprites. Öffnen nur die ASM-Datei. Use first extrabit. No. Das war genau. Das war, dann müssen wir hier eine 2 hinschreiben. Okay. Das ist dann jetzt schon richtig. Ein undefined custom sprite. Dann öffnen wir jetzt mal eben unsere ROM. So. Das sollte eigentlich anders aussehen. Deshalb. Level 105. Ja, das ist richtig. Level haben wir hier. Level 1. Ja, Level 105 da haben. Speichern. So.
Und dann haben wir hier nichts. Genau, ich glaube, der ist schon rausgeglitscht. Oder auch. Egal. Auf jeden Fall sieht man den jetzt halt nicht. Dann gehen wir jetzt wieder hier hin. Ich hab den da hingepackt. So. Da wir jetzt schon die X-Graphics reingemacht haben, müssen wir jetzt nur noch hier bei Luna Magic auf den gelben Pilz und auf den Pilz gehen. Das hier, dann auf den SP4. Wo wir den ja verändern müssen. F hatte ich. Bumm, jetzt sollte der theoretisch da sein. Ja, das ist schön. Ja, und da ist er. Unser Changer. Ich könnte jetzt mit allen möglichen Sprites machen. Bosse gehen so auch. Das kann ich ja gleich nochmal eben schnell zusammenschneiden. So, mal sehen. Ich habe einfach den Sprite eingefügt. Ja, ich habe den Change schon eingefügt. Verdammt. Mit dem da hin. Okay. Gut. Nein, ja, das ist irgendwie nicht da. Ist irgendwas schief gegangen. Ach, genau, ich weiß. So. Jetzt haben wir.
Zeit. Da ist er. Ja. So, jetzt müssen wir schauen, wie gut ich den... Okay. Das war der Boss. Nee. Natürlich nicht. Okay, das war der Boss. Na dann. Dann verabschiede ich mich auch. Danke fürs Anschauen. Bis demnächst.